wirklich sehr hübsch hier. Finden Sie? Naja, vielleicht ein bisschen klein, aber wir brauchen nicht viel Platz. Außerdem graben wir doch hier draußen nur nach sogenannten Artefakten. Wo ist Ted? Ich würde auch ganz gerne wissen, wo er sich rumtreibt. Ihr wollt heute anfangen und er ist nicht da? Naja, das kommt mir auch komisch vor und ich habe auch schon bei den Capwells angerufen und... Ja, und? Rosa sagt, dass Ted gestern Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Hör zu, lass uns das Lilly, endgültig klarstellen. Immerhin geht es dir um meine Gefühle. Alles falsch, fang nicht schon wieder an. Moment! Also, wir behaupten beide, dass wir uns lieben. Ich bitte dich, soweit waren wir schon vor 3 Stunden. Ich möchte eine Antwort. Willst du mich nun heiraten oder nicht? Ich finde das durchaus ein verlockendes Angebot. Ich hätte nur ein klein wenig mehr Romantik von dir erwartet. Oh, Sie wünschen Romantik. Das lässt sich doch machen. Nichts leichter als das. Lilly, mein Blütentraum. Würdest du mich gefälligst heiraten? Bitte, Lilly. Sieg für Julia Wainwright in der letzten Minute. Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Ja, das erstaunt mich auch. Ich finde, das klingt ausgesprochen milde und verständnisvoll. Bist du denn kein bisschen aufgebracht? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Du bist gemein, hinterlistig und durchtrieben. Bitte nicht in Gegenwart meines Vaters. Entschuldigung, sag bitte, dass dieses Gerücht nicht stimmt. Nun, ich bin gern dazu bereit, wenn du mir sagst, von welchem Gerücht du sprichst. Du forderst angeblich eine zweite Auszählung der Wahl. Sag bitte, dass das nicht stimmt. Warst du erfolgreich bei Warren? Nein, er kann so verdammt stur sein. Schlecht ganz nach seinem Vater, hm? Ach was, er ist schlimmer, das schwöre ich. Er sagt, er bleibt im Gefängnis. Eine Entschuldigung kommt nicht in Frage. Seine Aussage wird er auf keinen Fall zurücknehmen. Er will sich anscheinend selbst zerstören. Sehe ich das richtig? Nein, er will mich beschützen. Ich frage mich allerdings immer öfter, weshalb ich noch Mitleid mit ihm habe. Kann ich dir was sagen? Gern. Jederzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das alles noch verkraften kann. Ich wusste zwar, dass die Verhandlung ein Albtraum wird, aber nicht, dass die Dinge so dermaßen aus dem Ruder laufen können. Ich müsste Sie kurz mal sprechen. Da ist ja meine süße Kleine. Hallo, Dolly. Hallo. Ich gehe jetzt zu deiner Mutter, wenn du einverstanden bist. Ich komme schon klar. Das wünsche ich dir wirklich. Und ich verspreche dir, dass wir das durchstehen. In ein paar Monaten, glaub mir, werden wir ihn sicher vergessen haben, diesen bösen Albtraum. Alles Gute. Na ja, wenn alles gut läuft, können Sie sie heute noch vorladen. Was ist? Ich möchte wissen, was die beiden da zu tuscheln haben. Was meinst du, haben die vor? Was auch immer. Aber bestimmt nichts Gutes. Ich drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, wie alle anderen auch. Danke, Dolly. Du hilfst mir sehr. Du bist wirklich jeden Tag hier. Ich möchte dir nur eins sagen, falls du unsicher wirst. Dann dreh dich einfach nur um. Da sitze ich und du bekommst von mir jedes Fünkchen Kraft, das ich nur habe. Hallo. Hallo. Wir sehen uns nachher noch. Danke, Dolly. Ciao. So, jetzt kommt die Drecksarbeit. Aber sie muss getan werden. Und was meinst du damit? Ich glaube, man muss dem Staatsanwalt ein bisschen Dampf unterm Hintern machen. Und du meinst, du bist der Typ dafür, hm? Wer sonst? Unsere Truppe ist klar zum Gefecht. Und du bist kein bisschen nervös? Weißt du, es gäbe sicher andere Möglichkeiten, den Tag zu verbringen, aber es ist schon okay. Schön. Ich denke, du machst es gut. Sag einfach nur die Wahrheit. Hören Sie, Sie müssen wieder in den Zeugenraum zurück. Schon klar, schon klar. Du wirst das durchstehen. Mhm. Denk dran, bald ist alles vorbei. Ja. Okay. Bis dann. Ja. Ich muss hier zu müssen. Sicher. Ja. Aber Sie von dir. Ich komme gleich wieder. Okay, Mom. Alles in Ordnung? So.
Hallo. Hallo, Sawyer. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich weiß. Du musstest ja die ganze Zeit über Theater spielen für deine Schwester. Das war so durchsichtig? Nur für mich. Glaub mir, ich fühle mich auch nicht wohl. Mein Auftritt im Zeugenstand könnte BJ ins Gefängnis bringen. Ich wüsste nicht, wie ich mein Leben lang damit klarkommen sollte. Schön. Niemand soll mir nachsagen können, ich wüsste nicht, wann es Zeit wäre, sich zu verabschieden. Julia? Wiedersehen. Bis dann. Erlaube mir bitte, dass ich dich an ein paar deiner hübschen, lockeren Sätze von gestern erinnern darf. Verzeih mir, wenn ich sie frei wiedergebe. Ich glaube, der erste lautete ungefähr so. Dein Wahlkampf würde dir nichts bedeuten, wenn du ihn nicht mit mir feiern könntest. Aber kam das vor? Oder nach diesem Mist, als du erklärt hast, die Ehe sei weitaus bedeutender als irgendein angestaubtes Richteramt. Ich überhöre mal das Wort Mist, stehe aber zu jedem einzelnen Satz. Du bist ein Heuchler. Was? Ich bin ein Miststück und du bist ein Heuchler. Ich verstehe nicht, weshalb du dich so aufregst. Mhm. Eine Wiederholung der Auszählung war die einzig saubere Lösung in Anbetracht der beteiligten Stimmen. Ärgerst du dich darüber, dass ich es angezettelt habe? Oder darüber, dass du es nicht selbst getan hast, als du das Gefühl hattest, auf der Verliererstraße zu sein? Ich bin nur darüber verärgert, dass heute eine Entscheidung gefallen ist und dass du versuchst, sie zu verdrehen. Das hat nichts mit meinem Sieg oder deiner Niederlage zu tun. Nur mit meiner Überzeugung, dass meine Politik und nicht deine dazu beiträgt, dass dieses wirklich archaische Gericht endlich einmal seine Richtung ändert. Ich versuche lediglich sicherzustellen, dass der richtige Kandidat gewinnt. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt? Wartet, glaube ich, eine Verhandlung auf uns. Noch eine Sekunde, mein Freund. Ich denke, wir haben noch einige Dinge zu bereden. Erstens heißt es immer noch euer Ehren. Und zweitens, glaube ich, gibt es nichts mehr zu bereden. Aber wir hatten doch vorhin noch Julia, über andere... ich bin hier der Richter. Und ich lege fest, wann die Gerichtsverhandlung anzufangen hat. Daher sage ich, wir gehen jetzt. Und du auch. Mich nervös. Ich will nur eine Antwort. Das ist doch nicht zu fassen. Ich blicke allmählich nicht mehr durch, was das hier soll. Aber auf Boratanka hast du noch vollkommen durchgeblickt. Kaum zu glauben, da warst du zu allem bereit. Du warst meine Komplizin. Du hast mitgemacht damals. Ich weiß. Und ich hänge da immer noch drin. Hör zu. Ich denke, wir beide sind viel zu übernächtigt und... auf einmal kommt es uns nur deshalb plausibel vor, weil wir todmüde sind. Wir brauchen eine Pause. Nein, ich bewege mich nicht von hier weg, nicht ohne eine Antwort. Ted? Meinst du vielleicht, ich hätte die ganze Nacht umsonst hier zugebracht? Du schuldest mir eine Antwort. Na schön. Allerdings ist mir unklar, wieso uns dieses Theater weiterbringen soll. Du wirst bald mit eigenen Augen sehen, dass Angela und Rafe in absolutem Elend leben werden, und zwar unseretwegen. Findest du das nicht ein wenig bösartig? Jetzt hör mal, Liebes. Du und ich, wir reagieren doch ständig nur auf Angela und Rafe, oder? Ich möchte gern den Spieß umdrehen. Mir wäre es lieber, dass wir agieren, statt zu reagieren. Und dann kommt mein Vater ins Spiel. Das ist die Gelegenheit, ihm endlich mal eins auszuwischen. Wunderbar.
Na dann, gehen wir. Erzähl mir von deiner innig geliebten Braut. Ich denke, ich muss dir was sagen, Ted. Ich bin einfach nicht geeignet für sowas. Was soll ich bloß tun, Mom? Du gehst da einfach rein und sagst die Wahrheit. Es wird nicht leicht werden. Aber es ist die einzige Lösung für dich. Oder ich verschwinde einfach. Aber Junge, ich bitte dich, Sawyer! Mom, nicht jetzt. Lass mich bitte allein. Alles okay, klar, BJ? Dolly! Oh, hallo. Geht's Ihnen einigermaßen gut? Nicht besonders. Ich habe Angst. Das verstehe ich. Bitte erheben Sie sich. Die Verhandlung beginnt. Den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Mason Capwell. Nehmen Sie Platz. Sind Sie bereit, Ihren nächsten Zeugen aufzurufen? Ja, Euer Ehren. Wir rufen Victoria McCarthy. Zeugin, sind Sie bereit zu schwören, dass Sie die Wahrheit sagen, nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Nehmen Sie Platz. Bitte nennen Sie uns Ihren vollen Namen. Victoria Celeste McCarthy. Und Ihr Beruf? Ich bin Zahnarzthelferin. Schildern Sie bitte dem Gericht Ihre Beziehung zu Officer Frank Goodman. Ich war damals seine Verlobte. Seine Frau wäre ich heute ohne Sie dort. Ich erhebe Einspruch, Euer Ehren. Treten Sie bitte vor. Mr. Arnold, was sich gestern hier in diesem Gericht abgespielt hat, darf sich heute nicht wiederholen. Ihre Zeugin soll sich beherrschen. Ist das eindeutig? Fahren Sie fort. Obwohl die Zeugenaussage nicht gegen die Prozessordnung verstößt, lasse ich den Einspruch gelten. Miss McCarthys letzte Bemerkung wird gestrichen. Die Geschworene nehmen Sie nicht zur Kenntnis. Miss McCarthy? Halten Sie sich bitte an die Tatsachen. Keine Ausschweifungen. Fahren Sie fort. Bitte. Kennen Sie die Angeklagte B.J. Walker? Ja. Woher? Durch Frank. Er hat mir von ihr erzählt. Ich verstehe. Hat er vielleicht gesagt, dass er ihr Pate sei und sie seit ihrer Kindheit kenne? Solche Dinge? Ja, und auch andere. Welche denn? Er sagte, er fürchte sich vor ihr. Ruhe, bitte! Entweder kehrt jetzt hier Ruhe ein, oder ich lasse sofort den Saal räumen. Officer Goodman hatte Angst vor der Angeklagten. Das ist richtig. Das klingt unglaubwürdig. Erlebten Sie eine Situation, die diese Angst begründen würde? Ja. Erzählen Sie uns davon. Frank hatte das Gefühl, BJ wäre besessen von ihm. Da sie so jung war, machte er sich natürlich Sorgen. Und obwohl er ihre Gefühle nicht in gleicher Weise erwiderte, wollte er weiterhin der liebevolle Pate sein, der er immer war. Leider war es nicht das, was sie von ihm erwartete. Einspruch, Euer Ehren. Die Zeugin wurde belehrt, nur eigene Erfahrungen wiederzugeben, aber das hier sind Spekulationen. Ich berichte hier nur über das, was ich von ihm mehrmals gehört habe. Einspruch stattgegeben. Miss McCarthy, halten Sie sich bitte genau an die Fakten. Miss McCarthy, nennen Sie uns Fakten. Wie reagierte Frank Goodman zum Beispiel, als Sie über B.J. Walker sprachen? Er wurde mehr als nervös. Einmal beobachtete ich ihn, wie er in einem Raum vor einem Bild von ihr stand. Was tat er? Er hat gezittert. Er war wirklich aufgewühlt. Seine Augen waren voller Furcht.
Gab es noch ähnliche Situationen? Ja, die gab es durchaus. Frank war immer sichtlich erregt, wenn BJ Walkers Name fiel. Und besonders stark, als er sich dazu entschied, nach Kalifornien zu ziehen. Erläutern Sie das bitte. Wie ich schon sagte, wir standen uns sehr nahe. Er wollte mich heiraten, aber er sagte, wir müssten warten, bis die Dinge mit BJ endlich geklärt wären. Er wusste, dass er sehr vorsichtig sein musste, weil sie ein flatterhaftes Wesen war, dazu potenziell gefährlich. Einspruch, euer Ehren. Stattgegeben. Entschuldigen Sie bitte. Ich war noch nie als Zeugin vor Gericht. Sie machen das sehr gut. Sagen Sie uns alles, was Sie wissen. Naja, wissen Sie, am Abend vor seiner Abreise war Frank nervlich ein Wrack. Er sagte, er fürchte sich vor dem, was kommt. Und weshalb ist er trotz all dieser Bedenken dorthin gefahren? Oh, er fühlte sich ihrer Familie sehr verbunden. Sie standen sich wirklich nahe und er wollte die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen, nur wegen eines Teenagers, dessen Gefühle durcheinander geraten waren. Einspruch! Vermutungen sind keine Beweise. Stattgegeben. Und was taten Sie in der Zwischenzeit? Ich war in Florida und machte Hochzeitspläne. Aber er kam nicht mehr zurück, denn er wurde ermordet. Ermordet von dieser kranken Person, die beschlossen hatte, dass niemand außer ihr ihn bekommen wollte. Einspruch, euer Ehren, das ist wirklich... Stattgegeben. Die Geschworenen werden die Ausführungen der Zeugin nicht zur Kenntnis nehmen. Mensch, ich sage dir, ein bisschen davon wird immer hängen bleiben. Ihre Zeugin. Miss McCarthy, Sie sagten, dass Frank nervös gewesen sei und sich immer fürchtete, wenn irgendjemand auf BJ zu sprechen kam. Worauf stützen Sie Ihre Behauptungen? Ich kannte Frank mit Sicherheit genau und auch all seine Stimmungen. Sie sagten früher einmal aus, besonders viel habe Frank nie geredet, sondern meist nur reagiert. Das ist richtig. Also besteht Ihre Aussage aus Ihrer eigenen Interpretation seiner jeweiligen Gefühlsäußerungen. Haben Sie die beiden jemals zusammen gesehen? Nein. Sie geben also zu, dass Sie Schlussfolgerungen aus dem zogen, was Sie Franks Gefühlen zu entnehmen glaubten. Nein, ich habe es gesehen, Miss Wainwright. Könnte es nicht sein, dass Frank ein ängstlicher Mann war? Nervosität und Angst liegen dicht beieinander, finden Sie nicht? Ich weiß nicht. Sie hatten vorhin ausgesagt, dass Frank sich vor einer Auseinandersetzung mit BJ fürchtete, weil er Angst hatte, sie könnte wie eine enttäuschte Geliebte reagieren. Stimmt das? Ja. Nun, ich denke, Frank war ein ängstlicher Mann. Er wollte verzweifelt die Dinge mit BJ ins Reine bringen, trotz all seiner verdrehten und seltsamen Wünsche. Und in Anbetracht dessen, was heute bereits hier in diesem Gerichtssaal geschehen ist, kann ich nur sagen, meine Theorie ist ebenso gut wie Ihre, oder nicht? Dies ist ein ordentliches Gericht, Miss McCarthy. Tatsachen und nicht Vermutungen sind das Einzige, was in dieser Verhandlung zählen. Und Tatsache ist zweifellos, dass BJ sich genötigt sah, 3000 Meilen vor Frank wegzulaufen. BJ hielt es für notwendig, sich von Frank fernzuhalten und nicht umgekehrt. Einspruch, euer Ehren. Es handelt sich hierbei nicht um eine Zeugenbefragung, sondern um das Schlussplädoyer der Verteidigung. Stattgegeben. Aber sie stellt alles falsch dar. BJ ging nicht weg aus Florida, um Frank zu verlassen. Damit wollte sie doch lediglich erreichen, dass er glaubte, er müsse ihr hinterherfahren. Woher wissen Sie das? Weil er es mir erzählt hat. Sie wissen doch, Miss McCarthy, Sie dürfen keine Vermutungen über Frank Goodmans mögliche Gedanken anstellen. Und auch den Mutmaßungen, die Angeklagte betreffen, muss die Verteidigung widersprechen. Die Mandantin kann Frank lieben oder sie kann ihn hassen. Aber Sie sind keineswegs die Expertin, dies zu beurteilen. Vermutungen sind vor Gericht Einspruch, Einschüchterung der Zeugin. Stattgegeben. Womöglich kann ich nicht für BJ Walker sprechen, aber ich habe etwas, das es kann. Hier ist ein Brief, den sie Frank zum Geburtstag schrieb. Euer Ehren. Dort steht, ich liebe dich und du fehlst mir. Und ich kann es nicht erwarten, bis ich dich wiedersehe. Einspruch! Unterschrieben mit deinem BJ. Einspruch, euer Ehren. Beide Parteien folgen mir bitte zur Beratung. Ist dieser Brief wirklich echt? Ja, aber er ist nicht so gemeint, wie sie offensichtlich denkt. Sieht übel aus, nicht wahr? Gut ist es nicht, BJ. Ich habe viel erlebt als Anwältin. Ich stand schon mit Gegnern im Ring, die kein Recht hatten, sich als Staatsdiener zu bezeichnen. Aber das ist der gröbste, unverantwortlichste Verstoß gegen die Strafprozessordnung, der mir je widerfahren ist. Und ich nehme an, Sie werden mir jetzt erzählen, dass Sie nichts von Miss McCarthys kleiner Bombe in der Handtasche wussten. Ich hatte natürlich keine nicht. Ahnung. Wird er damit etwa durchkommen? Euer Ehren, ich war ebenso überrascht wie alle anderen, als Miss McCarthy anfing, diesen Brief vorzulesen.
Aber ich bitte Sie zu bedenken, dass dadurch ein neues Licht auf die Gefühle zwischen der Angeklagten und dem Verstorbenen geworfen wird und ich denke, man sollte ihn als Beweismittel zulassen. Mr. Arnold, kommen Sie. Bleiben Sie doch auf dem Boden der Tatsachen. Unzulässig ist der Brief und das wissen Sie. Lassen Sie mich etwas dazu sagen, falls die Herrschaften einverstanden sind. Ich treffe hier die Entscheidungen. Mr. Arnold, ich muss leider Ihren Antrag ablehnen. Dieser Brief ist für den Prozess ohne Belang. Er schürt nur Vorurteile. Ich bin jedoch bereit, Ihnen Glauben zu schenken, wenn Sie sagen, dass Sie von der Existenz dieses Briefes nichts wussten. Ich würde Ihnen dringend raten, Ihre Zeugen künftig in korrektem Prozessverhalten zu unterweisen. Denn ich mag ganz und gar nicht Überraschungen in meinem Prozess. Euer Ehren... Das war alles. Danke, Mr. Arnold. Dankeschön. Das tat ich nicht für dich. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Wir sehen uns im Gerichtssaal. Julia? Ja? Es gefällt mir nicht so, wie es ist. Ich hasse einfach diesen Zustand. Ich hasse die Kämpfe und die Wut. Ich weiß, aber wir kannten die Gefahren und wir haben sie diskutiert. Über die theoretischen Möglichkeiten haben wir diskutiert. Die Realität ist vollkommen anders. Mir fehlt meine Frau. Ich vermisse morgens das gemeinsame Frühstück und den Streit, wer welchen Teil der Zeitung als Erster bekommt. All die Streitgespräche über Politik und das restliche Weltgeschehen. Ich vermisse es, dich am Nachmittag in den Armen zu halten, wenn wir uns unerwartet über den Weg liefen. Das waren die wunderbarsten Momente. Ich vermisse deine hoffnungslosen Versuche, unter der Dusche zu singen. Und ich vermisse den unglaublichen Geruch deines Haares, wenn es frisch gewaschen ist. Aber am meisten vermisse ich deinen ruhigen Atem, wenn du dich endlich ausruhst an meiner Brust und dort am Ende des Tages einschläfst. Ich vermisse meine Frau so sehr. Ich möchte sie wieder haben. Und auch mir fehlt mein Mann. Wenn er morgens mürrisch aufwacht und durchs ganze Haus stolpert, bevor er endlich seine geliebte Tasse Kaffee trinkt. Und am liebsten mag ich ihn in einem unbeobachteten Moment mit seiner kleinen Tochter Samantha. Ich vermisse die Art, wie er mich ansieht, denn er sieht mir genau mitten ins Herz. Und am meisten vermisse ich das Gefühl der Sicherheit, die ich genieße, wenn mein Kopf an seiner Schulter ruht. Ich vermisse meinen Mann. Und ich brauche ihn wieder. Man darf nicht alles auf einmal wollen. Da gebe ich dir recht. Was sagt ihr gelassen? Spielt keine Rolle. Julia, was ich dich noch fragen wollte. Lässt Mason diesen Brief als Beweismittel zu? Nein, aber die Geschworenen haben ja trotzdem den Inhalt erfahren, leider. Wissen Sie, was dort vor sich geht? Nein. Aber dieses Süppchen brodelt schon den ganzen Morgen. Hör zu, du solltest dich von dieser Person nicht einschüchtern lassen. Du wirst dich an Schläge unter die Gürtellinie gewöhnen müssen, solange dort dieser Karnevalsverein tagt. Ja, ich weiß. Es ist allerdings schwer, wenn man sich nicht richtig wehren kann gegen die Gemeinheiten, die fremde Leute über einen verbreiten. Du kannst sicher sein, eine Menge Leute stehen hinter dir. Das musst du dir jetzt die ganze Zeit fest einreden, verstanden? Die Verhandlung geht weiter. Na dann. Was für eine Beziehung bestand nach Ihrer Beobachtung zwischen B.J. Walker und Frank Goodman? Frank war Ihr Pate. Er wurde von uns immer als Familienmitglied betrachtet. Mochten Sie sich? Alle mochten ihn.
Gab es zwischen den beiden etwas, das sich deutlich von dem Verhältnis unterschied, in dem Sie zu ihm standen? Nun, das nehme ich an. Sie war die Ältere und noch dazu ein Mädchen. Hat sie Ihnen über ihre Gefühle zu Frank erzählt? Was meinen Sie damit? Hat sie Ihnen erzählt, dass sie ihn liebt? Natürlich, aber Sie müssen verstehen... Beschränken Sie Ihre Antwort auf ein einfaches Ja oder Nein. Aber wie soll ich das tun, wenn Sie mir Fragen stellen, die mit einem einfachen Ja oder Nein nicht zu beantworten sind? Hä? Sagte BJ, dass sie Frank liebt, ja oder nein? Ja, aber... Fühlte sie sich körperlich angezogen von Frank? Körperlich angezogen? Hat sie ihn geküsst? Ja, aber... Ja oder nein? So einfach ist das nicht. Vor Gericht schon. In unserer Familie haben wir alle Gefühle füreinander. Verschiedenster Natur. Wir schreien uns an und umarmen uns. Aber gehen keinen Schritt weiter. Euer Ehren, ich habe offensichtlich kein Glück. Darf ich Sie bitten, den Zeugen über seine Pflichten vor Gericht zu belehren? Mr. Walker, persönliche Einschätzungen sind vor Gericht nicht statthaft. Beschränken Sie Ihre Antworten auf die gestellten Fragen. Weiter nichts. Fahren Sie fort. Danke, Euer Ehren. Mr. Walker, lassen Sie uns jetzt zur Mordnacht zurückkehren. Wussten Sie, dass Ihre Schwester draußen in der Wüste war? Ja, das wusste ich. Sie hatte keine andere Wahl, weil Frank sie gekidnappt hatte. So, tatsächlich. Waren Sie denn bei der angeblichen Entführung dabei? Nein, aber... Dann können Sie auch nicht ausschließen, dass sie freiwillig mit ihm gegangen ist, nicht wahr? Nein, kann ich nicht, aber meine Schwester hat es mir so Euer erzählt. Euer Ehren. Mr. Walker, ich muss Sie erneut ermahnen. Jetzt reicht's allmählich. Ich weiß, wie ich zu antworten habe. Sie haben mich vorgeladen, ich bin erschienen und jetzt werden Sie sich auch anhören, was ich zu sagen habe. Meine Schwester ist bedauerlicherweise einem Mann in die Hände gefallen, der alles, was gut und rein war, ins Kranke und Perverse verkehrt hat. Und jetzt soll meine Schwester auch noch dafür bezahlen? Wollen Sie das als Gerechtigkeit bezeichnen? Euer Ehren, das geht nun wirklich Mr. Walker, setzen Sie sich und schweigen Sie, sonst muss ich Sie aus dem Gerichtssaal entfernen. Lassen Sie ihn in Ruhe, bitte! Lassen Sie doch meinen Bruder in Ruhe! Haben Sie Ted ausfindig gemacht? Nein. Von Lilly gibt's auch keine Spur. Da fällt mir ein, er hat heute Geburtstag. Er macht eine Party, da wird er schon kommen. Ach, das ist zu spät. Was war denn, als Sie vorhin bei ihm angerufen haben? Es war einfach andauernd besetzt. Die Störungsstelle meint, jemand hat den Hörer nicht richtig aufgelegt. Dann ist es also wahr, dass Sie zusammen sind. Wundert Sie das, nachdem die beiden in Boratanga waren? Ted? Fällt dir nichts anderes ein, als mit deinem dicken Hintern den ganzen Tag vor dieser blöden Mistglotze rumzuhängen? Besoffen bist du. Du machst dein Gesicht, als hättest du deinen besten Freund verloren. Lilly. Ich sag doch, ich krieg das Spiel nicht mit, wenn du mich voll laberst. Als wir geheiratet haben, habe ich gedacht, wir hätten ein bisschen Spaß miteinander. Stattdessen verblödest du. Du hängst hier rum, redest nicht und küsst mich nicht mal. Du weißt doch nicht, was los ist. Vielleicht doch, Ted. Aber du redest ja nie mit mir. Ja, vergiss es. Ja. Du nicht. Du verstehst das nicht. Niemand kann das verstehen. Angela? Angela, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber was ist nur mit Ted? Bei deinem Hin- und Hergerenne läufst du noch ein Loch in den Teppich. Oh, entschuldige bitte vielmals, wenn mich das Ganze ein bisschen nervös macht. Aber ich brauche einfach Zeit, um darüber nachzudenken. Ob ich dich heiraten will, ich kann nicht plötzlich sagen, wir machen das. Hast du dir denn keine Gedanken darüber gemacht? Hast du dir nie überlegt, was es für uns bedeutet? Für immer und ewig verheiratet zu sein, bis dass der Tod uns scheidet? Das hat doch Spaß gemacht. Lilly, wir waren nur einkaufen. Aber ich liebe den Supermarkt. Diese Auswahl und die wunderhübschen Klamotten. Schatz, was möchtest du heute zum Abendessen? Steak oder Hühnchen?
Hör zu, du weißt, ich hasse Küchengeruch. Wir bestellen uns eine Pizza. Aber Ted, du weißt, bei mir gibt's keine Fertiggerichte. Bei unserer Hochzeit habe ich dir versprochen, dich zu lieben und für dich zu kochen. Also, was ist dir lieber, Steak oder Hühnchen? Es ist mir egal, Lilly. Oh, dann werde ich dich überraschen. Ich liebe Überraschungen. Wie wär's mit einer Überraschung? Was, wie, wo? Oh, Ted, du wirst Augen machen. Teddy. Oh mein Gott, wie furchtbar ist diese Frau. Kann die nicht einmal im Monat schlechte Laune haben? Einmal? Hey, Lilly, ich mag keine Überraschungen, Liebling. Das weißt du doch. Mach die Augen zu. Okay, du kannst sie wieder aufmachen. Und? Wie findest du das? Klasse. Wunderbar. Na dann lass mich nicht länger warten. Nein, sofort aufhören damit! Was ist mit dir? Ich halte das nicht mehr aus. So geht das doch nicht weiter. Wir müssen endlich Schluss machen. Ted, sag mal, kannst du mir verraten, was mit dir los ist? Lilly, bist du's? Hey, was hast du denn bloß? Natürlich bin ich es. Hast du Wahnvorstellungen? Dies hier ist kein Zirkus. Mrs. Capwell, halten Sie bitte Ihre Mandantin im Zaum. Ich erwäge Sie auszuschließen, zusammen mit dem Publikum. Bei nochmaliger Nichtbeachtung der Verhaltensregeln, das gilt von jetzt an bis zum Ende des Verfahrens. Und Sie sind persönlich dafür verantwortlich. Sie lassen sich hier erneut ins Theatralische treiben. Sie erhoffen sich dadurch bestimmte Reaktionen. Das kann ich unmöglich in diesem Gerichtssaal billigen. Ich bitte Sie, sich Ihrem Berufsstand entsprechend zu verhalten. Ich weiß, es ist schwer für Sie, aber so erfolgt in Amerika die Wahrheitsfindung. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, fahren Sie fort. Euer Ehren, ich möchte eine kurze Prozessunterbrechung beantragen. Abgelehnt. Wir werden das Verfahren jetzt zügig zu Ende führen. Ich habe noch eine Frage. Mr. Walker, haben Sie BJ in der Nacht am Tatort gesehen? Mr. Walker, Sie stehen unter Eid. Haben Sie Ihre Schwester am Tatort gesehen? Ja. Ich danke Ihnen. Keine weiteren Fragen mehr. Haben Sie gesehen, was Ihre Schwester in dieser Nacht getan hat? Nein. Also bezeugen Sie hier und heute, dass Sie sie dort gesehen haben. Weiter nichts. Ja, richtig. Ich danke Ihnen. Ich habe keine weiteren Fragen. Was ist mit Ihnen? Nein, Euer Ehren. Der Zeuge ist entlassen. Das macht nichts, Sawyer. Wirklich nicht. Was macht nichts, BJ? Was? Ich bin entschlossen, das zu Ende zu bringen. Jetzt du. Na schön. Von mir aus. Oh nein. Was ist? Ich glaube, meine Waffeln sind verbrannt. Ich komme gleich wieder. Hallo? Lilly. Gott sei Dank bist du da. Geht's dir gut? Ray, was willst du denn? Na,
ich habe mir Sorgen gemacht. Seit heute Morgen versuche ich, dich anzurufen. Bist du jetzt mein neuer Wachhund oder was? Nein, versteh mich bitte nicht falsch. Es ist... Es ist was? Was? Ist Ted da? Seit wann geht dich das etwas an? Die ganze Zeit über versuche ich, ihn zu erreichen. Ach, so ist das also. Wenn du Ted suchst, dann gehst du automatisch davon aus, dass er hier ist, ja? Willst du mir das vorwerfen? Ich meine, bei allem, was neuerdings zwischen euch beiden läuft. Hör zu. Ich weiß, es geht mich nichts an. Aber ich muss es wissen. Lilly. War Ted über Nacht bei dir? Ja. Ich bezeuge, dass Ted die Nacht hier verbracht hat. Und würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Was ist passiert? Wer hat angerufen? Gar nichts. Niemand. Du wolltest eine Antwort? Dann gebe ich dir jetzt eine Antwort. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe ihn noch nie so deprimiert erlebt. Er wollte nicht mit mir reden, er lief einfach weg. Ich sehe mal nach ihm. Danke. Ich denke, dass er jetzt seinen Vater braucht. Ich weiß nicht, McCabe. Ich fühle mich nicht besonders wohl dabei. Keine Bange. Sind Sie sich ganz sicher? Verlassen Sie sich darauf. Es ist alles abgesprochen. Okay. Ich entdecke keine weiteren Zeugen mehr auf Ihrer Liste, Mr. Arnold. Ist Ihre Anhörung damit beendet? Nein, Euer Ehren. Ich möchte doch noch einen Zeugen befragen. Dolly Foster. Euer Ehren, sind wir hier in einem Debattierclub? Die Anklage präsentiert uns zum wiederholten Mal eine Überraschungszeugin. Das verstößt gegen die Strafprozessordnung. Ich fürchte, ich muss der Verteidigung recht geben, Mr. Arnold. Euer Ehren, Miss Foster besitzt entscheidende Informationen für diesen Fall. Informationen, die erst jetzt ans Licht gekommen sind. Ich ersuche das Gericht um eine kurze Befragung. Ich wiederhole meinen Einspruch. Wenn die Zeugin zur Anhörung zugelassen wird, besteht für mich keine Möglichkeit, die Wirkung ihrer Aussage auf meine Mandantin zu bewerten. Ich werde dafür sorgen, dass der Verteidigung genug Zeit eingeräumt wird, um sich auf das Kreuzverhör vorzubereiten. Rufen Sie Ihre Zeugin. Die Anklage ruft Dolly Foster. Was kommt da möglicherweise auf uns zu? Ich schwöre, ich habe nicht die geringste Ahnung. Hallo, schön, dich zu sehen. Oh, hallo. Wir kommen beide zu spät zur Party. Oh, und das ist für Ted. Nachher, Sie warten bereits. Sissi? Ja? Was ist denn? Ich muss mit dir über etwas sehr, sehr Wichtiges sprechen. Hat das nicht Zeit? Jetzt ist erst mal Ted an der Reihe. Wir reden nachher, ja? Was ist? Oh, mein Süßer soll es erraten, aber... Nicht hier. Die Nachricht ist so freudig, dass ich sie mit allen Freunden teilen möchte. Und du hast Glück, dass ich weiß, wo alle deine Freunde gerade stecken. Was erzählst du mir denn? Halt! Du wartest hier. Ich zieh mir nur was Schönes an und schon sind wir weg. Bis gleich. Was soll das? Miss Foster, haben Sie BJ Walker in der Mordnacht gesehen? Ich weiß nicht einmal genau, wann das gewesen sein soll. Am 10. August dieses Jahres. Wissen Sie, im Diner ist beinahe jeder Abend wie der andere. Es tut mir leid. Nein, Miss Foster, dieser Abend war nicht wie jeder andere. Denn es wurde jemand erschossen. Deshalb frage ich Sie nochmal. Sahen Sie die Angeklagte irgendwann am 10. August, in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr nachts? Bitte, wen soll ich gesehen haben? Die Angeklagte. Oh, entschuldigt, Leute, ich bin doch kein Anwalt. Welche Angeklagte meinen Sie? Na schön, wir spielen ein Spiel. In diesem Prozess ist BJ Walker die Angeklagte. Haben Sie sie in jener Nacht gesehen? BJ? 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 BJ, bist du das? Ja.
Heike und Alfredo kommen beide aus dem Rheinland, haben 3 Kinder aus seiner ersten Ehe, 70.000 Mark Miese auf dem Konto, sind beide arbeitslos und jetzt ist Heike schon wieder schwanger. Da gibt es natürlich eine Menge Aufruhr im Freundes- und Familienkreis. Unser Thema heute um 14 Uhr. Du bist schwanger und hast kein Geld.